Da gibt es Applaus. Und damit kann es jetzt also doch losgehen mit einigen Minuten Verspätung. Steffi Graf nicht ganz glücklich darüber. Aber das wird sich legen. Der erste Punkt an die Außenseiterin. Neue Hoffnung im amerikanischen Damentennis. Man hat den Eindruck, Steffi Graf will die verlorene Zeit zu Beginn des Matches wieder reinholen. Vor allem sehr, sehr stark servierte. Ein glattes erstes Aufschlagspiel absolviert. Ein wenig Glück war dabei, aber das gehört dazu. Ein wenig zu kurz und schon, aber sie kommt auch zu Punkt. Sie machtlos gegen diesen guten ersten Aufschlag. Glänzend gespielt. Das sollte ihr Mut machen. Hohes Tempo gehen sie beide. Diese Rückhand, die Linie entlang, hat sich auch den allerersten Punkt in diesem Finale entschieden. Für sich, Chanda Rubin. Das war eigentlich klar. Unheimlich aggressiv, Steffi Graf. Applaus sogar von Steffi Graf. Er hat Chanda Rubin nur in der Defensive.
Eine nahezu fehlerlose Leistung von Steffi Graf in diesem ersten Satz. Immer behaupten im Verlauf dieses Turniers, wenn sie sich letztendlich immer durchgesetzt hat. So stark wie bisher in diesem Finale hat sie eigentlich im Verlauf des Turniers noch nicht aufgetrumpft. Und sie will so. Steffi ganz klar auf Titelkurs. Ja, da war wieder einer. Die Zuschauer an den Ball von Steffi Graf im. Das am härtesten umkämpfte Aufschlagspiel von Steffi Graf. Drei Asse in Folge von Jenda Rubin hat sie sich warm geschossen, auf jeden Fall. Wieder kommt Unmut auf bei dieser Entscheidung. Hier gelingt einfach alles der Steffi Graf. Es wirkt weit. Das dritte zu Null Spiel in Folge. Aufschlagspiele zu Null gewonnen. Sie damit allerdings eine Steffi Graf, die sich in blendender Form hier zeigt, einschüchtern kann. Wie geht sie diesen Fehler nochmal, Steffi Graf? Kommt. Ja, so hat auch Jenda Rubin ihr für besseres Tennis ausgeglicheneres. Verzögerungstaktik. Das tut ihrem Spiel nicht gut. Sie muss aus der Intuition heraus ihre Punkte gegen Steffi Graf spielen. Und dann der nächste Fehler. Wie gewonnen, so zerronnen. War es nur ein kurz. Doppel.
Das war's. Eine ganz klare Angelegenheit für die Deutsche. Man hatte sich mehr erhofft, mehr erwartet von diesem Finale. Das ließ Steffi Graf einfach nicht zu. Ich meine, ihre mit Abstand beste Leistung bisher in dieser für sie so kurzen Saison 1996. 6:1, 6:3. Zum fünften Mal gewinnt sie das Turnier von